Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Das wird ein kleiner Berlin-Vlog. Ich hatte nämlich vor einigen Wochen plötzlich die Eingebung, hey, ich würde gerne mal wieder ins KDW. Ich war nämlich tatsächlich schon ziemlich lange nicht mehr in Berlin und irgendwie, ja, finde ich, das ist einfach eine ganz faszinierende Stadt. Ich hatte da halt die letzten Male nie wirklich Zeit, wirklich viel anzuschauen. Und dann habe ich mir gedacht, da ich ja gerade Semesterferien habe, mache ich mich doch einfach mal auf den Weg und schaue mir die Stadt ein bisschen an. Ich habe da auch tatsächlich ein total cooles Angebot gefunden, weil ich mit dem Flixtrain für 19 Euro von Köln bis Berlin gefahren bin. Das ging dann zwar schon sehr, sehr früh los, der Zug fuhr in Köln um 6.45 Uhr, aber also das war wirklich ein fantastisches Angebot und das musste ich natürlich sofort machen. Also es war eigentlich eine relativ spontane Idee, aber dann habe ich halt dieses Ticket gesehen und dachte mir so, ja, okay, das muss ich jetzt einfach machen, das ist perfekt. Ja, und dann kam ich ungefähr 6 Stunden später in Berlin an und bin erstmal zu meinem Patenonkel gefahren, bei dem ich nämlich da die erste Nacht übernachtet habe. Ja, und danach habe ich mich eigentlich auch direkt auf den Weg gemacht, und zwar zum KDW. Da habe ich mich dann erstmal einfach ein bisschen umgeschaut und habe mir einfach ja, alles angeschaut, was es da so gibt. Ich finde das ja irgendwie total faszinierend, weil zum einen ist da ein riesiger Glasaufzug für irgendwie 7 Stockwerke oder sowas, was ja, mir ein bisschen unangenehm war, aber es war auch ganz spannend. Und zum anderen sind da halt so super teure Sachen, ist auch ganz faszinierend. Ja, dann habe ich was gegessen, das war sehr lecker. Und danach bin ich eigentlich erstmal so ein bisschen durch die Gegend gewandert und habe geguckt, was ich noch so finde. Ich habe mir da auch eigentlich keinen Plan gemacht. Ich bin wirklich einfach ja, von spannend aussehender Sache zu der nächsten gegangen. Und ich hatte mir dann halt eben überlegt, dass ich mal zur Haltestelle Bahnhof Zoo fahren will. Und dann war ich plötzlich im Zoo. Also ja, habe ich mir den mal angeschaut. Nein, natürlich war das doch so halbwegs beabsichtigt, aber ich hatte schon mal was über den Zoo gehört und dann stand ich halt quasi plötzlich davor und dann bin ich eben da reingegangen. Ich finde, das ist tatsächlich auch ein ziemlich cool gemachter Zoo, weil die Tiere doch auch sehr viel ja, Freiraum haben. Die haben immer einen Innenbereich und einen Außenbereich und gerade der Außenbereich ist halt meistens auch wirklich ziemlich groß. Natürlich hat das immer noch nichts mit artgerecht und mit natürlichen Bedingungen zu tun, aber trotzdem wirkt es schon mal ganz, ganz in Ordnung, sag ich mal. Und einige der Tiere müssen ja auch auf bestimmte Weise geschützt werden, damit die eben nicht komplett ausgerottet sind in freier Wildbahn. Ja, und das fand ich auf jeden Fall ziemlich spannend und ich habe mich ungefähr 2 Stunden in diesem Zoo aufgehalten und habe mir die ganzen Tiere angeschaut. Ja, dann zwischendrin habe ich auch mal ein bisschen Pause gemacht, weil das auch einfach wirklich anstrengend war, die ganze Zeit so rumzuwandern. Ich habe mich dann noch ein bisschen erfrischt und dann ging es im Grunde auch schon weiter. Ich habe dann einfach nochmal, ja, einfach so grob die Richtung eingeschlagen zu meinem Patenonkel und habe mir dann einfach noch ein paar Sachen auf dem Weg angeschaut. Was mir dabei total aufgefallen ist, war, dass es in Berlin wirklich tolle so Street-Art-Sachen gibt, also Graffiti, aber auch so wirkliche Malereien und sowas, die da einfach so irgendwie sind und das fand ich total cool. Ja, das ist dann schon der nächste Tag, Tag 2 sozusagen. Da bin ich eigentlich aus der Tür und wollte in die Bahn steigen Richtung Friedrichstraße. Ich habe dann nur spontan entschlossen, hey, da ist ja ein Park, wie wäre es, wenn ich einfach da reingehe? Dementsprechend bin ich durch diesen Park gewandert, habe mir da alles angeschaut und bin dann am Ende bei der Station Gleisdreieck gelandet. Ja, und von da aus bin ich dann Richtung Friedrichstraße losgefahren, weil da nämlich eine Installation war, und zwar zum Jubiläum der Märzrevolution. Und die wollte ich mir anschauen, die war eigentlich nicht so spektakulär, aber ich bin dann so ein bisschen da rumgelaufen. Und bin dann im französischen Dom gelandet. Das ist auf jeden Fall ein total beeindruckendes Gebäude. Und da bin ich sehr, sehr, sehr viele Stufen hochgelaufen, um die Aussicht genießen zu können.
Und das war natürlich super anstrengend, aber ich muss auch sagen, dass sich das tatsächlich echt gelohnt hat. Man konnte von da aus nämlich wirklich, wirklich viel sehen. Und es war auch die perfekte Zeit, weil um mich herum die Glocken alle geläutet haben. Und ich konnte einfach so ein bisschen, ja, gucken, wie diese Stadt so aufgebaut ist. Also da konnte man dann halt sehr viele Sachen sehen, die auch irgendwie bekannt sind. Und ja, das war spannend. Das Schönste war aber, dass dann genau in dem Moment, als ich reinkam, die Glocken anfingen zu läuten. So, ich habe gerade gezählt und meiner Zählung nach waren das 235 Stufen. Anstrengend. So, und dann musste ich mich noch mal ein bisschen ausruhen. Ich saß da, ich weiß nicht genau, wie die Straße heißt, aber es ist ganz direkt bei der Humboldt-Universität. Und da habe ich einfach so ein bisschen geschaut, ja, wo ich noch hingehen könnte und was so passiert. Ich habe dann eine Ecke weiter einen Kunstmarkt gefunden. Und ja, da habe ich mich erstmal ein bisschen rumgetrieben und habe mir alles angeschaut. Ich konnte die coolsten Sachen leider nicht filmen, weil da immer Schilder standen, dass man das nicht fotografieren darf. Aber ja, das war auf jeden Fall super cool und sehr inspirierend. Und ich habe tatsächlich ein paar Kleinigkeiten sogar gekauft. Ich habe mir gerade eine vegane Currywurst geholt. Ich bin sehr gespannt, wie die schmeckt. Es schmeckt einfach wie Currywurst, hä? Wie geil. Ich habe schon voll lange keine Currywurst mehr gegessen, weil das immer so Billo-Zeug ist und man nie weiß, woher das Fleisch kommt und so. Und es ist einfach vegan und schmeckt genauso. Und es war noch 60 Cent günstiger als die normale Currywurst. Hä? Wie gut. Okay. Also auf jeden Fall sehr lecker. Kann man empfehlen. So, dann bin ich weiter ein bisschen durch die Stadt gewandert und mein Patenonkel hat mich angerufen. Deshalb bin ich dann wieder in seiner Richtung zurückgefahren und habe dabei auch noch so ein paar Sachen angeschaut, aber vor allem bin ich einfach mit der Bahn gefahren, das war dann doch relativ weit. Ja, und dann saß ich in der Bahn und es kam eine Frau mit Geige und hat angefangen zu spielen. Ich mache jetzt quasi noch eine Auto-Stadtrundfahrt mit meinem Patenonkel. Ich wollte euch aber noch kurz zeigen, was ich auf dem Kunstmarkt gekauft habe. Und zwar waren das einmal diese Ohrringe hier. Finde ich sehr schön. Ja. Die sind aus Kupfer. Und dann ist da noch so eine Farbe drauf. Finde ich auf jeden Fall spannend. Und dann, weil mein Onkel, also Patenonkel, Riesenfan von Breaking Bad ist, habe ich diesen Magnet gefunden. Und den kriegt er dann gleich. Ja, genau. Das war es auch schon. Und dann, wir fahren jetzt einfach so ein bisschen durch die Gegend und schauen uns an, was er interessant findet und was man sonst nicht so oft sieht. Und mal gucken, was wir dann noch so machen. Genau, und das sind jetzt einfach ein paar Sachen, die ich aus dem Auto raus gesehen habe. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, durch die Stadt zu fahren. Das war echt spannend.
Ja, und ich habe einfach nochmal alles so ein bisschen aus einem anderen Winkel gesehen und mein Patenonkel konnte mir dann natürlich auch so ein paar Sachen dazu erzählen und irgendwie ein paar Anekdoten, aber halt auch, wie die Sachen entstanden sind, also vor allem die Gebäude und sowas. Und ja, das war ganz cool. Und es gab wieder total coole Kunst. Genau, und dann habe ich mich am Ende des zweiten Tages auf den Weg gemacht zu einem Hostel bzw. einem Hotel, ich bin mir nicht ganz sicher, auf dem Kurfürstendamm, wo ich dann nämlich die nächsten Nächte verbracht habe. Genau, und da habe ich versucht, das einzufangen, aber so sieht es noch schöner aus. Ja, und das war es dann auch schon mit dem ersten Teil vom Berlin-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns nächste Woche mit dem zweiten Teil. Bis dahin, tschüss!